Hi, hier sind Simon und Chris von ProSec. Hi. Und wir gucken uns heute Angriffe auf ADCS an. Wir wollen euch heute zeigen, was wir in Pentests immer ausnutzen können oder was wir immer finden an Angriffen als Pentester und auch die Lösung dafür. Dafür kurz die Agenda. Wir wollen euch einfach den Versuchsaufbau zeigen und so ein bisschen auf die Voraussetzungen eingehen und was das eigentlich ist. Dann auf zwei Angriffe von vielen, die es gibt und dann auf die möglichen Solutions. Was ist jetzt unser Versuchsaufbau? Wir haben jetzt diesmal keinen kleinen PC drin, den brauchen wir nicht. Wir haben einen Domain-Controller, einen Angreifer und eine CA. Für den ersten Angriff, den wir euch zeigen wollen, muss die nicht getrennt sein, dass der funktioniert. Aber für den zweiten Angriff ist das eine Grundvoraussetzung. Ansonsten kann man die Fehlkonfiguration nicht ausnutzen. Genau, aber ist ja eh eine Best Practice. Also man sollte Domain-Controller und Zertifikatsstelle nicht auf einem System betreiben. Von daher sollte man das mal die Ausgangslage sein, die man auch... Man sollte es anders sicherer machen. Genau. Genau. Was ist das ganze Ding eigentlich und wofür brauche ich das? Das ist eine gute Frage. Okay, ich glaube, da stellen sich viele Leute, die dann bei sich im Netzwerk finden, was man mit so einer Zertifikatsstelle eigentlich alles machen kann. Ja, am Ende ist es ja nur, wenn ich eine PKI aufsetzen will, also eine Public Key Infrastruktur, und ich selber Zertifikate ausstellen will, dann brauche ich das Ding. Genau. Da gibt es verschiedene Use Cases für die Client-Authentifizierung, wenn man es per Smart Card oder vielleicht mittlerweile mit einem YubiKey macht, für Datenträgerverschlüsselung. Gibt natürlich auch viele Standardzertifikate, die dann schon vorhanden sind. Das ist wahrscheinlich auch einer der Punkte, den wir uns dann bei den Solutions angucken. Man sollte sich ganz genau überlegen, wofür brauche ich sie denn eigentlich, und dann auch nur die Sachen und Zertifikate bzw. Vorlagen dafür dann auch benutzen. Ja, okay. Die Angriffe oder die Probleme, die es in der Zertifikatsstelle von Windows gibt, das Knowledge existiert noch nicht so lange. Es gab im Oktober 2021 ein White Paper dazu von Will Schröder und Lee Christensen. Die haben sich damit beschäftigt, haben sie da mal unter die Haube geguckt und haben festgestellt, ich kann ganz schön viel machen im ADCS und ich kann auch ganz schön viel kaputt machen. Mhm. Und davon wollen wir euch heute mal zwei Sachen zeigen und auch Lösungen. Kurz, was brauchen wir dafür und was ist es eigentlich? Man sieht schon an den Voraussetzungen, ich brauche erstmal einen Domainnutzer, um die Angriffe ausnutzen zu können. Also ich muss halt irgendwie in einem Pentest eine Domainzugehörigkeit erlangen, indem ich Passwörter cracke, was wir schon in den letzten Videos gezeigt haben, wie wir da drankommen, wie wir meine Mittelangriffe. Ich brauche natürlich ein ADCS aufgesetzt und dann für den zweiten Angriff für ESC8, dass die CA getrennt ist vom Domain-Controller. Und hier geht es dann wirklich eigentlich um eine Privilege Escalation, dass ich als normaler Domainnutzer versuche, administrative Rechte in der Domäne zu erhalten. Mhm. Und dafür kann ich das nutzen. Was wir jetzt vorbereitet haben, beziehungsweise euch zeigen wollen, ist erstmal ein Angriff, der nennt sich ESC1. Und das hängt mit dem Subject Alternative Name in den Zertifikat-Templates zusammen, den ich angeben kann. Wie das Ganze funktioniert, ist, dass ich einfach eine Zertifikatsanfrage stelle als normaler Nutzer, als Angreifer und sage, hey, ich möchte jetzt gerne ein Zertifikat haben. Und durch die Fehlkonfiguration in dem Zertifikatstemplate kann ich einen alternativen Namen mitgeben. Also ich fordere ein Zertifikat an und sage, ich möchte jetzt nicht da meinen Namen draufstehen haben, sondern den vom Administrator. Mhm. Und dann gibt mir die CA einfach das Administratorzertifikat und das kann ich nehmen. Ist, ja. Ja, das kann ich nehmen und kann dann einfach mit diesem Zertifikat auf den Domain-Controller zugreifen. Mhm. Und das einfach nur durch eine kleine Fehlkonfiguration in den Zertifikatstemplates, die vorher wahrscheinlich einfach übersehen wurde und sich keiner dabei gedacht hat, was kann ich damit alles anstellen. Das ist am Ende des Tages ein Häkchen, was man setzt, was passieren kann. Und das ist so ein Häkchen, das setzt man gerne, wenn man irgendwie rumprobiert, irgendwas funktioniert nicht. Und dann, okay, dann mache ich das mal und dann klappt es auf einmal. Ah, super, klasse, jetzt habe ich es gelöst. Und man holt sich natürlich eine Menge Probleme damit rein. Ja. Und das zeigen wir euch jetzt mal, wie das aussieht bei uns in der Testumgebung. Ich habe hier wieder meinen Angreiferrechner und ich habe durch meine Mittelangriffe oder irgendwo durch eine Fehlkonfiguration den Domain-User erhalten mit seinem Passwort. Kann mich hier am Domain-Controller anmelden, den wir haben. Um jetzt festzustellen, ob die eine CA einsetzen oder nicht, gibt es jetzt viele Wege. Ein einfacher ist jetzt hier einfach, ein einfacher ist es einfach mit einem CrackMap-Exec-Modul zu überprüfen. Und dann sehe ich hier schon den Common Name von der CA und auch den DNS-Namen.
genauso, dass die einen Web-Enrollment-Service haben. Um jetzt aber wirklich mehr ins Detail gehen zu können, ist die beste Möglichkeit, das über Bloodhound zu sehen und über CertiPy. Mhm. Das heißt, ich mache mir mit Bloodhound einen Dump, muss alles angeben, die Domäne, den Nutzer und was ich dumpen will mit dem Flag C, kann ich konfigurieren, welche Informationen will ich alle aus der Domäne haben. Dann drücke ich einfach Enter. Der macht die DNS-Queries, findet die ganzen PCs, die drin sind und die Nutzer und packt mir die gleich alle in ein ZIP-File rein. Was ich jetzt noch brauche, um die Zertifikatstemplates zu bekommen, ist CertiPy. CertiPy holt sich dann die GPOs und die ganzen Konfigurationen von den Zertifikatstemplates. Also das ist jetzt ein Tool, das dann spezifisch für das Thema ADCS oder Angriffe darauf genau. da ist. Ne? Genau. Okay. Also CrackMap, Exec hatten wir ja gerade und Bloodhound. Das sind ja so allgemeine AD-Tools, Microsoft-Tools, mit denen man da als Pentester oder als Security-Analyst arbeitet. Und CertiPy ist aber jetzt ganz spezifisch auf das Thema ADCS ausgelegt, um da Angriffe zu finden und dann auch ausnutzen zu können. Genau. Und das, was wir dann machen, ist, wir laden das alles in Bloodhound hoch. Mhm. Wir können jetzt mal hier die... ist schon an, das passt. Also wir haben jetzt hier die Domain-Informationen, wir sehen die Domain-Administratoren und hier gibt es extra Custom-Queries für die Zertifikatstemplates, dass ich hier zum Beispiel alle Zertifikatstemplates sehen kann, die es gibt und kann auch hier mir die CA suchen und hier die Config der CA mir angucken, falls ich nochmal den DNS-Namen brauche für gewisse Dinge. Und das, was uns jetzt interessiert, ist so die Domain-Escalation, die es hier gibt und hier kann ich zum Beispiel Zertifikatstemplates finden, bei denen ESC1 funktioniert. Ja. Und wir haben jetzt hier ein Zertifikatstemplate, das nennt sich Supercomputer. Und warum denkt er jetzt, das ist ESC1? Wie kann ich das erkennen am Zertifikatstemplate? Hier gibt es so, am Ende ist bei dem Template alles aktiv. Kann man mit dem Template einfach alles machen. Das war genau das, was du meintest am Anfang. Ich soll mir angucken, was brauche ich denn jetzt wirklich? Und das, was hier für ESC1 wichtig ist, ist, dass das Zertifikat dieses Flag hat, Enrollee Supplies Subject. Das heißt, ich kann den das Subject des Zertifikats vorgeben. Okay, das heißt also, bei einer Zertifikatsanfrage kann ich Angaben machen und sagen, in dem Feld soll das und das drinstehen. Und dann natürlich sagen, statt meinem Namen steht dann da bitte Administrator @. Korrekt. Okay. Und das, was auch noch wichtig ist, ist, dass ich das Zertifikat für eine Client Authentication nutzen kann. Also ich habe dann ein Zertifikat, was kann ich damit machen? Ne? Ja, klar. Ja. Genau. Das ist Voraussetzung dafür. Und wir haben ja einen Domänennutzer und den können wir jetzt einfach im Bloodhound als owned markieren, weil den haben wir ja. Wir haben ja das Passwort für den Nutzer erhalten. Können wir hier mark as owned machen und dann einfach einen Custom Query nehmen, der es uns einfacher macht zu sehen, ob das überhaupt geht mit den Berechtigungen, die ich in der Domäne habe. Es kann auch sein, dass ihr die Fehlkonfiguration in der Domäne habt, also dass ihr eure Zertifikatstemplates nicht abgesichert habt. Dass es aber für mich als Angreifer keinen Weg gibt, weil die einzigen Leute, die Zertifikate ausrollen können, sind administrative Konten beispielsweise. Dann ist da natürlich keine Privilege Escalation drin, weil wenn ich vorher einen Admin brauche, um da überhaupt ein Zertifikat anzufordern, ist das für einen normalen Nutzer nicht greifbar. Genau. Also ich meine, dann ist natürlich immer noch das Thema Persistenz interessant. Man kann dann dafür sorgen, dass man sich auch über Jahre hinweg immer noch anmelden kann, aber klar, man wird nicht so zum Domain-Admin und muss sich einen anderen Weg suchen. Genau. Und deswegen, ich kann hier einfach draufklicken und sagen, zeig mir mal den kürzesten Weg von einem geownten User, den ich habe, zu den Zertifikatstemplates. Und jetzt sieht man hier geht es um die Domain-Benutzergruppe. Da haben wir einen. Domain-Benutzergruppe ist Mitglied in Authenticated Users. Und die können hier zwei Zertifikate ausrollen. Einmal das Supercomputer-Zertifikat, genauso wie das Super-Zertifikatstemplate. Und das machen wir jetzt einfach mal. Wir nutzen einfach den DC-User und holen uns ein Zertifikat mit dem Template vom Supercomputer. Ich habe das hier schon mal vorbereitet. Das kommt jetzt auch immer darauf an, welche Version ihr von dem Tool einsetzt oder ob ihr ein anderes Tool einsetzt. Ich kann euch nur sagen, lest die Manpage oder die Hilfe. Das, was CertiPy jetzt hier von uns braucht, um das Zertifikat anzufordern, ist einmal, der braucht den CA-Namen. Wie heißt die CA? Der braucht einmal das Template, was wir angeben wollen. Und dann hinten steht der UPN, der User Principal Name. Das heißt, ich melde mich jetzt bei der CA als DC-User und sage, ich hätte jetzt gerne ein Template, ein Zertifikat vom Template Supercomputer. Und das ist mein Alternative Name, den ich haben will.
was machen wir jetzt einfach mal? Und das, was jetzt hier passiert ist, er hat sich authentifiziert, requested ein Zertifikat mit dem UPN und wir haben jetzt administrator.pfx. Ja. Und jetzt können wir uns mit dem Zertifikat anmelden. Ganz schön flott. Und das, was Certify auch noch zur Verfügung stellt, ich kann mich jetzt auch einfach mit diesem PFX-File authentifizieren. Und wenn noch NTLM an ist, dann auch einfach mich mit NTLM weiter vorarbeiten. Mhm. Das machen wir jetzt mal. Der macht das hier und wir sehen hier den NT-Hash von dem Admin-User. Und jetzt können wir einfach prepmexec smb, machen das hier hinten alles weg, schreiben den Administrator hin mit dem Hash. Mhm. Und dann sind wir an der Domain angemeldet und wir sehen es am Pwned. Und jetzt ist klassischer Weg bei einem Angreifer, die NTDS zu dumpen, das heißt die ganzen NT-Hashes, die in der Domäne sind. Mhm, okay. Und dann gehört die Domäne jetzt uns. Wir sind jetzt Admin in der Domäne. Mhm. Schlecht für die Domäne, ja. Ja. Das war der erste Weg über ESC1. Das nächste, was wir uns angucken wollen, ist nicht mehr ESC1, sondern ist ESC8. Und wir hatten das schon vor dem CrackMapExec gesehen, dass da ein Web-Enrollment-Service existiert auf der CA. Das heißt, ich als Client kann mich an dem Webserver der CA anmelden und kann sagen, ich hätte jetzt gerne ein Zertifikat. Und hier ist auch so das Kernproblem. Es gibt eine Schwachstelle, die nennt sich Petit Potam. Das ist ein RPC-Call auf den Domain-Controller. Mhm. Die Schwachstelle, die sich Petit Potam nennt, ist aber unauthentifiziert. Das heißt, damals in Windows-Version, wo die Schwachstelle drin war, konnte sich jeder unauthentifiziert über RPC beim Domain-Controller melden. Und das, was er bekommen hat, ist der NTLM-V2-Hash vom Domain-Controller. Das Ganze wurde gefixt und geupdatet. Das heißt, die Schwachstelle unauthentifiziert gibt es nicht mehr. Aber den RPC-Callauf, den DC, gibt es immer noch authentifiziert. Das heißt, ich habe einen Domain-User, will eine Privilege-Escalation machen. Das heißt, ich mache den RPC-Call authentifiziert und kriege den NTLM-Hash vom Domain-Controller. Und das, was ich dann mache, ist, ich relaye den klassisch wieder als Zertifikats-Request auf HTTP und sage dem quasi, hey, ich bin der Domain-Controller, hier ist mein Hash, bitte gib mir mein Zertifikat. Und das, was ich zurückbekomme, ist das Domain-Controller-Zertifikat. Und dann kann ich mich als DOM-Admin, als Domain-Controller bei mir selbst anmelden und habe dann damit die Domain übernommen, kann auch einen NTDS-Dump machen. Das ist blöd. Ja, das Thema PTP-Dump, das wird man nicht so leicht los, wie du richtig gesagt hast. Unauthentifiziert klappt es dann nicht, aber haben wir ja schon in den Videos bis jetzt gezeigt und auch hier, dass man eigentlich immer irgendwie an einen Domain-Nutzer rankommt. Und das reicht ja an der Stelle dann schon, um dann da wieder sich bis zum Domain-Administrator hoch zu privilegieren. Genau. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Zum Ausnutzen von ESC8 brauchen wir jetzt zwei Sachen. Wir brauchen einmal das Petit Potam-Skript, also der Call auf RPC beim Domain-Controller. Das, was wir angeben, ist einfach nur der Domain-User mit seinem Passwort. Die erste IP-Adresse ist unsere IP-Adresse und die zweite IP-Adresse ist der Domain-Controller. Das heißt, wir machen jetzt einen RPC-Call und anhand der ersten IP-Adresse weiß der, an wen er sich wenden soll. Um das jetzt nutzen zu können, nutzen wir wieder im Packet NTLM Relay X. Wir relayen das jetzt hier an den Webservice von der CA. Wir müssen jetzt hier noch die Flex mitgeben, dass wir ADCS machen wollen, geben das Domain-Controller-Template mit, was wir nutzen wollen, machen SMB2-Support an. Und jetzt starten wir den Relay. Das, was wir jetzt machen, ist, wir starten Petit Potam, das heißt, er macht den RPC-Call. Und das, was jetzt hier so schnell ging, ich scroll mal hier hoch. Passiert was, ja. Wir sehen, dass wir eine Authentifizierung bekommen. Mhm. Und wir leiten die weiter an die Zertifizierungsstelle. Und die Zertifizierung ist unser Domain-Controller von der Domäne, das succeeded. Und er holt sich ein Zertifikat. Und das, was wir jetzt haben, ist das Base64-Zertifikat. Das müssen wir jetzt einfach nehmen und kopieren. Wir können jetzt hier den Relay abbrechen. Jetzt kommt der schlimme Part dabei. Wir müssen jetzt das Zertifikat einmal mit Base64 dekodieren. Dauert ein bisschen länger und das pipen wir jetzt in den PFX. Und dann haben wir das Domain-Controller-Zertifikat. Gut, und das, was wir jetzt machen können, das können wir uns am Domain-Controller authentifizieren mit Certify. Und PFX, nehmen hier Domain-Controller-PFX, melden uns da an und jetzt haben wir quasi den NT-Hash vom Domain-Controller selbst. Und jetzt ist wieder dasselbe Spiel. Wir melden uns beim Domain-Controller 247,
der User ist jetzt unser Name mit unserem NT-Hash hinten dran. Aber man braucht den Dollar für einen Computer-Account. Und dann funktioniert das. Es sieht jetzt hier kein Own, dass man Local Admin ist, aber wir sind der Computer und das heißt, wir können auch den DC-Sync machen, also den NTDS-Dump und haben dann so alle Hashes, die wir brauchen und könnten jetzt, am Ende des Tages ist es jetzt vorbei, aber jetzt könnten wir auch mit den Benutzerkonten weitermachen und uns da weiter vorarbeiten. Und das ist, wir haben jetzt viel nebenbei geredet, aber gerade wenn man sowas sieht, das ist extrem schnell gemacht und dann habe ich einen Nutzer, sehe, die haben ESC8 und nutze das aus und bin quasi mit privilegierten Rechten in der Domäne. Und deswegen ist auch so wichtig, dass wir uns jetzt mal angucken, wie man das wegkonfigurieren kann, was ich machen kann, weil die CA an sich ist ja gut. Also die brauche ich in der Domäne für meine PKI-Infrastruktur. Aber das große Problem, was auch so in den Netzwerken existiert, ich brauche halt nur das, was ich brauche und sollte nicht einfach querbeet sagen, ich erlaube mit jedem Template alles. Genau, ja, und die ADCS, wenn man sich gleich mal anguckt, dann merkt man schon, da gibt es viele Fenster, viele Reiter, die man aufmachen kann, viele Häkchen und Felder, die man setzen kann. Da zu wissen, was man machen sollte und was nicht, das ist natürlich auch nicht so ganz einfach. So, dann gucken wir uns mal die Solutions an, wie man die Probleme, wenn man sie bei sich in der eigenen Domäne hat, los wird. Ist bei der Zertifikatstelle ein bisschen, also ich will nicht sagen tricky, aber man muss eben da wieder gucken, was man braucht. Also es gibt jetzt nicht den einen Knopf, auf den man drückt und dann ist die Zertifikatstelle sicher, sondern man muss sich natürlich anschauen, was man denn einstellen kann. Wir sind jetzt hier mal in der Konsole, beziehungsweise dem Management des Ganzen. Das ist hier die Zertifikatstelle, die wir auch eben die ganze Zeit genutzt haben. Da sieht man, gibt schon mal ein paar interessante Ordner. Gesperrte Zertifikate gibt es jetzt an der Stelle hier nicht, aber zum Beispiel die ausgestellten Zertifikate, da sieht man auch schön die ID, wenn man eben oder wenn ihr eben geguckt habt in dem Output, habt ihr gesehen, dass wir auch da eine ID mitgekriegt haben. Zum Beispiel war hier die ID 99 der erste, der ESC1, den wir ausgenutzt haben. Mhm. Und ich glaube, die 102 war dann der ESC8, den wir ausgenutzt haben. Das heißt, da sieht man dann durchaus auch, also hier wurde für den Supercomputer angefragt, hier für den Domain-Controller. Sieht man, kann man das angucken und sieht da den Subject Alternative Name, der mit angefordert wurde? Oder? Da müssen wir jetzt mal, gucken wir mal rein. Gucken. Ausgestellt für DC-User, Details. Ja, da sieht man steht der andere Name drin. Alternative, okay. Antragstellername. Das heißt, darüber kann man das dann, wenn irgendwie mal das Gefühl hat, dass was passiert, auf jeden Fall schon mal nachvollziehen und gucken, was denn da ist. Das ist auch gar nicht so eine schlechte Idee, ab und zu mal so in diese ausgestellten Zertifikate reinzugucken. Vielleicht ist da ja irgendwas drin, was da gar nicht drin sein sollte. Genau. Für uns jetzt erstmal relevant ist das Thema Zertifikatsvorlagen. Also wir hatten ja eben den Blatter und Dump gemacht, wo wir so ein bisschen diese Vorlagen sehen konnten. Wir konnten einmal sehen, welche Zertifikate gibt es allgemein, dann welche enableden Zertifikatsvorlagen gibt es noch und das sind genau die, die wir jetzt hier sehen. Und dann hat der Blatter uns ja nochmal gesagt, welche von diesen Vorlagen, die jetzt auch aktiv sind, sind denn schlecht konfiguriert und lassen sich von einem Angreifer ausnutzen. Da hatten wir hier den Supercomputer, den Super und ich glaube noch die untergeordnete Zertifizierungsstelle, die normalerweise dann bei Blatter und Sub CA, also unter CA heißt, die da relevant war. Ja, was könnten wir jetzt machen? Wenn wir das Thema loswerden wollen, beim Supercomputer müssten wir grundsätzlich erstmal hingehen und in die Zertifikatsvorlagenverwaltung, ich kann ja vielleicht das hier mal ganz kurz aufmachen, hier sieht man die Eigenschaften, da sieht man jetzt erstmal noch nicht so viel drin, deshalb müssen wir in die Zertifikatsvorlagenverwaltung gehen und wenn wir uns dann hier bei den, also hier erstellt man quasi neue Vorlagen, das heißt, wir würden jetzt hier auf Zertifikatsvorlagen und Verwalten gehen. Dann sehen wir hier rechts schon das Fenster, was eben diese Verwaltung macht. Da sehen wir, da sind noch einige mehr Vorlagen. Viele davon sind schon standardmäßig installiert. Best Practice ist, wenn man eine Zertifikatsvorlage braucht, dass man hier quasi eine neue erstellt, indem man eine dupliziert oder eine selber anlegt. Man sieht hier zum Beispiel auch den Super und den Supercomputer. Und hier könnten wir, oder gucken wir jetzt mal in die Eigenschaften rein und haben jetzt an der Stelle eben das konkrete Problem, dass wir, wenn wir hier reingucken und ich wüsste, wo es war, genau, hier unter Antragstellername schauen, dann haben wir hier oben den Punkt, Informationen werden in der Anforderung angegeben. Also Enrollee Supply Subject Bloodhound. Das heißt, wenn ich, wie wir es schon erklärt haben, ein Zertifikat beanfrage, kann ich da selber sagen, ich möchte, dass das und das drin steht. Das sollte nicht so sein, vielleicht in Ausnahmefällen, ich glaube ein Use Case dafür ist, wenn man irgendwie ein Webserver-Zertifikat braucht mit unterschiedlichen Domains oder einem anderen Domainnamen, dann kann das vielleicht Sinn machen.
In allermeisten Fällen aber nicht. Deshalb sollte man hier unten dieses Feld anklicken. In dem kann man nämlich sagen, nimm bitte die Informationen, die das ADE hat, weil das ist ja ein Verzeichnisdienst. Das hat ja, diese Informationen. Das heißt, da kann eine E-Mail, ein Name, DNS-Name und so weiter und so fort sind schon da drin. Ja, sind macht ja jetzt noch automatisch den UPN schon, sodass der den User Principal Name aus dem... Genau. Und das würde es dann einem Angreifer unmöglich machen, an der Stelle in der Lage zu sein, das so anzufangen. Es gibt noch ein paar andere Punkte, ich würde vielleicht mal kurz darauf eingehen. Das sollte man, wie gesagt, so machen. Ich kann zum Beispiel noch hier verlangen, dass das Ganze genehmigt wird. Das heißt, immer wenn ein Zertifikat gestellt wird, muss ein Administrator, am besten jemand, ein Admin-Konto oder Admin-Konten, die extra dafür quasi zuständig sind, dem Ganzen zustimmen. Das heißt, er kriegt dann eine Anfrage, hier möchte jemand ein Zertifikat haben und muss das dann erst bewilligen. Das heißt, selbst wenn ich jetzt die Schwachstelle drin habe, wird das Zertifikat nicht erstellt, wenn ich vorher ein Admin auf OK klickt. Okay. Also nochmal eine weitere Maßnahme. Ein anderer Weg, den man noch machen könnte, ist, dass das vorher quasi von berechtigten anderen Zertifikaten signiert sein muss. Hm. Das könnte man auch noch als Punkt machen. Das erstmal vielleicht so als die grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen, die man hier treffen sollte. Wie gesagt, das Enrollee Supply Subject würde ich grundsätzlich immer versuchen zu vermeiden, außer es gibt einen ganz klaren Use Case, wo ich es definitiv brauche. Dann ist man schon mal aus dieser ESC1-Sache raus. Ja. Und diese Beantragung kann dann auch ein guter Punkt sein. Dann würde ich hier vielleicht nochmal ganz kurz links in das reingucken, weil das sind jetzt die aktivierten Zertifikatsvorlagen. Hm. Und also ich glaube, unser Erfahrungswert ist, die meisten Kunden, die das dann haben, brauchen das entweder gar nicht oder zumindest die meisten Vorlagen nicht. Hm. Die sind jetzt aber da und können eben genutzt werden von berechtigten Gruppen. Da kann man einfach hingehen, ich zeige jetzt mal ganz kurz, und quasi das hier rauslöschen. Das heißt, das ist dann nicht mehr vorhanden, taucht im Bloodhound nicht mehr auf, kann nicht mehr aktiv genutzt werden, ist aber natürlich hier rechts in den Zertifikatsvorlagen noch vorhanden. Das heißt, wenn ich es dann wieder brauche, kann ich es mir einfach wieder erstellen und rausziehen. Und das wäre auch ein weiterer Punkt, wie man es machen sollte. Zertifikate müssen in vielen Fällen nicht immer sofort erstellt werden und auch nicht einfach nur auf Anfrage von einem Client oder sonst irgendwas. Dann sollten die deaktiviert sein. Natürlich gibt es Use Cases, wo ich das brauche, wo Systeme sich oder Rechner oder Nutzer sich selber ein Zertifikat beantragen und erstellen können. Aber dann ist es umso wichtiger, dass das Zertifikat nur genau das macht, was es auch tun soll. Und dann kann ich das natürlich auch automatisieren. Da gibt es definitiv Use Cases für in der Network Access Control oder bei anderen Sachen. Ja. Wie gesagt, dann sollte das Zertifikat, was ich dort nutze, auch genau nur das können und vor allem wahrscheinlich nicht eine Client-Authentifizierung oder sonst irgendwas durchführen können. Genau, das heißt, hier könnte man jetzt zum Beispiel als Admin mal in seine eigene Zertifikatstelle reingucken und einfach mal durchsortieren, was brauche ich denn davon überhaupt und das dann vielleicht rausnehmen. Das sieht man ja zum Beispiel ganz gut bei den ausgestellten Zertifikaten. Welche Vorlagen werden denn überhaupt genutzt? Also man sieht so ein bisschen, wir haben hier schon relativ viel rumgespielt und man sieht eigentlich, wir haben uns immer wieder für dieselben Zertifikatsvorlagen interessiert und genauso wäre das natürlich bei validen Use Cases an der Stelle auch. Das heißt, da möglichst rauslöschen und nur das benutzen, was ich brauche. Least Privilege. Gut, dann haben wir ESC1 quasi abgestellt mit einmal dem Häkchen, was wir rausgenommen haben bei Enrollee Supply Subject. Manager Approval wäre natürlich, wenn es geht, noch schöner. Genau. Ja. Aber muss man halt gucken, was jetzt sinnvoll ist. Ne? Genau, man muss sich, wie gesagt, überlegen, wofür brauche ich denn die Zertifikatstelle tatsächlich. Ja. Und was machen wir jetzt mit ESC8? Kann ich das da auch wegkonfigurieren oder wie funktioniert das? Also klar, es ginge so ein bisschen, wenn ich keine Client-Authentifizierung brauche und alle meine Zertifikatsvorlagen dafür dann abschalten würde, dann hätten wir mit ESC8 wahrscheinlich auch erstmal schlechte Karten. Mhm. Aber es ist natürlich blöd, wenn ich jetzt eine Smartcard-Authentifizierung mache oder sonst irgendwas, dann brauche ich das halt auch einfach. Okay. Da gibt es dann noch einen anderen Weg und den würde ich dann auch eingehen und das würde ich auch grundsätzlich als Grundeinstellung und Best Practice für eine Zertifikatstelle definitiv sehen, dass wir den entsprechenden Webservice härten, den wir an der Stelle haben. Das heißt, wir können hier mal gerne reinschauen in die Konfiguration des IIS, der damit läuft. Also wenn ich quasi diesen Web-Enrollment-Service habe, dann läuft logischerweise ein Webserver IIS mit unten drunter. Das sieht man auch, wenn man auf die Oberfläche geht, der ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, so vom Aufbau her. Also dass Windows oder Microsoft daran gearbeitet hat, ist schon eine Weile her. Und da kann man dann eben das entsprechend härten. Auch hier gilt natürlich wieder, muss man erstmal überlegen, brauche ich diesen Web-Enrollment erst überhaupt? Also ja, ja. Beim Anlegen der Zertifikatstelle wird man wie bei den meisten Windows-Servern gefragt, möchtest du das? Man kann einfach ein paar Häkchen machen. Viele setzen einfach mal zur Sicherheit ein paar Häkchen mehr und sagen, ja, wenn ich es nicht brauche, ist auch nicht so schlimm. Das ist halt aus Security-Sicht manchmal oder häufig dann durchaus ein Problem. Genau, wir gehen jetzt hier auf den IIS. Wir sehen, der läuft auf der Zertifikatstelle und gehen hier dann eben auf die entsprechende Unterseite des SRV. Genau, und da gibt es jetzt zwei Punkte, die wir machen müssen. Einmal
möchten wir das Ganze über TLS oder SSL hier an der Stelle, wie es noch heißt, absichern. Das heißt, wir gehen auf den SSL-Einstellungen und würden hier sagen, Anfragen, die an das an die ADCS gestellt werden, dürfen nur per Zertifikat passieren. Oder nur per SSL passieren. Ja. Sollte nicht zu Problemen führen, weil wir haben ja eine Zertifikatstelle, die dem Webserver dann auch ein Zertifikat ausstellen kann, sodass das SSL, SSL dann auch funktioniert. Dann haben wir HTTP weg. Genau, sprich, dann hätten wir das hier schon mal aktiviert und wären dann das Ganze da. Kleine Zertifikate sind jetzt an der Stelle erstmal nicht relevant. Okay, wir müssen noch rechts auf Übernehmen gehen. Genau, das ist rechts der eine oben. Punkt. Da ist es, genau. So, das haben wir aktiviert. So, jetzt gehen wir nochmal auf den ZSRV zurück. Und jetzt gibt es noch den Punkt Authentifizierung. Auch der spielt hier eine Rolle. Und da haben wir die Windows-Authentifizierung. Die hat erweiterte Einstellungen, die hier noch eine Rolle spielt. Und da ist der schöne Punkt, erweiterter Schutz. Also man sieht, Microsoft hat sich da eigentlich schon Gedanken gemacht, hat schon was eingebaut, um einem da zu helfen. Ist halt nur wie meistens so, ist erstmal nicht standardmäßig aktiviert. Also müssen wir es selber machen. Und hier dann auf erforderlich. Das sorgt dafür, dass diese Anfragen zu dem HTTP-Service oder HTTPS-Service an der Stelle dann nochmal besonders geschützt sind. Ich glaube, über so Sachen wie Channel-Binding und so weiter. Ach, und so fort. Jetzt Enhanced Protection. Das war, NTLM bietet in dem Header schon die Möglichkeit zu sagen, für was ist die Authentifizierung geeignet. Ja. Und wir haben es ja bei PetitPortHeaven gesagt, mit dem RPC-Call und dem Relay, den wir machen. Ja. Den Relay kriegen wir auf den SMB-Server und relayen es aber zum HTTP. Das heißt, der HTTP guckt jetzt mit der Enhanced Protection schon in den NTLM-Header rein und sieht, das ist eine Authentifizierung für ZIFS, was will ich damit? Und schmeißt sie dann weg. Dann ist das. Ich wusste, dass es sowas gibt, ich habe es noch nie gesehen, wo man es einstellen kann. Ja, also das ist hier dann quasi nochmal extra eingestellt. Ich weiß auch gar nicht, ob, das müsste man vielleicht mal ausprobieren, wenn wir jetzt LDAP Channel Binding oder sonst irgendwo an einer anderen Stelle aktiviert haben, ist das vielleicht auch schon geregelt damit, aber naja, an der Stelle gilt, glaube ich, doppelt gemobbelt, hält dann besser und dann macht man es dann. Genau, okay, cool. Hier auf erforderlich setzen und wenn wir das jetzt machen, würde der Relay-Angriff fehlschlagen und der PT-Programm auch authentifiziert kann dafür jetzt nicht mehr ausgenutzt werden, das heißt, kann den ESC8 nicht mehr machen. Mhm. Ich habe jetzt wieder alles vorbereitet. Wir haben den PetitPortHeaven wieder vorbereitet. Wir haben unten den Relay vorbereitet. Ich starte jetzt mal einfach den Relay mit dem Packet. Jetzt probieren wir wieder mit PetitPortHeaven. Und jetzt sieht man schon, was der eine Haken da mit Enhanced Protection ausmacht. Gucken wir mal, ob wir richtig waren. Na, wir haben auf HTTP Relay, das heißt, das könnte nicht funktionieren. Und er sagt jetzt hier auch schon, dass das nicht funktioniert. Das ist eine 403. Ich glaube, dann liegt es an HTTP. Bauen wir es mal um auf HTTPS. Ja, wir jetzt auch SSL angemacht haben. Und gucken wir, ob es jetzt wieder anders aussieht. Ah, okay. So, jetzt kriegen wir einfach einen Failed. Also der sieht, die Authentifizierung ist gar nicht für HTTP. Mhm. Anhand der Enhanced Protection. Und der Angriff funktioniert nicht mehr. Ist auch... Ich weiß nicht, wie du siehst, aber mir fällt jetzt kein... Mir fällt kein Problem ein, wo ich sage, mach den Haken nicht rein, monitort das vorher, lockt das vorher, weil es ist ja wirklich nur eine Prüfung der Authentifizierung, wo die herkommt, wo die hingeht. Also ich will jetzt nicht ausschließen, dass es irgendwo zu Problemen führt, wenn irgendwer irgendwelche Anwendungen nicht so gut gemacht hat, aber eigentlich sollte es kein Use Case sein, dass ich anfange, Sachen, die eigentlich an das eine Protokoll sollten, das andere Protokoll zu schicken und das dann funktionieren muss. Ja, ich finde, das ist so, also gerade jetzt auch während des Pentests, wenn wir feststellen, während des Pentests funktioniert das, wäre ich dafür, das einfach im Pentest umzustellen und zu gucken, was passiert, weil ihr habt selber gesehen, wie einfach das geht. Ja, man braucht das Wissen, dass es existiert und welche Tools ich nutze und welche Voraussetzungen ich habe, aber das sind zwei Klicks und ich bin in der Domäne mit privilegierten Rechten drin. Und genauso schnell haben wir es jetzt wegkonfiguriert und mir fällt kein Use Case ein, dass es irgendwas kaputt machen könnte. Das heißt, ich würde im Pentest oder auch so, wenn ihr das Video jetzt seht und ihr stellt fest, ihr habt das nicht gemacht, dann konfiguriert es, beobachtet es, beobachtet das und dann habt ihr da schon mal einen Schutz drin, was die Zertifizierungsstelle angeht und das Web-Enrollment. Weil das ist wirklich schnell gemacht und der Sicherheitsgewinn dadurch ist einfach enorm. Genau, genau. Also das ist die Zertifikatstelle ist ein gewisses Risiko, weil wir es eben häufig erleben, dass sie nicht so haarklein konfiguriert ist, wie man sein muss. Ich meine, das kennen wir alle. Muss halt oft dann schnell da sein und laufen. Da hat man keine Zeit, sich dann erstmal zwei Wochen in das Thema einzulesen, dann zu machen. Und das stellen wir in der Realität häufig fest. Und dann haben wir diese Schwachstellen, die man ausnutzen kann.
Da kann ich ansonsten nur zu empfehlen, sich noch unseren Blogbeitrag zu dem Thema anzugucken. Ja. Da haben wir das detailliert, die Kollegen aufgearbeitet. Und natürlich gerne die Leute, die noch weiter gucken wollen, auch nochmal in das White Paper reinzugucken. Das sind ein paar Seiten, aber da sind halt auch die weiteren Sachen. Also mit ja schon ESC 1 und ESC 8, da sind so ein paar Zeilen dazwischen. da gibt es vielleicht noch ein paar Möglichkeiten, die interessant sind. Ich würde noch empfehlen, sich den ESC 2 mal anzugucken. Der heißt zwar ESC, also Escalation, da geht es aber eher um das Thema Persistenz. Wenn ich jetzt jemanden bei mir im Netzwerk habe, der es geschafft hat, Domain-Admin zu werden, was ja schon schlimm genug ist, aber ich habe den vielleicht schnell irgendwie rausgeschmissen, bevor er schiefgelaufen ist, der kann sich aber vielleicht so ein Zertifikat erstellt haben. Dann kann ich beim Domain-Admin das Passwort 30 Mal ändern, der kann sich damit immer noch anmelden. Ja, ja, ja. Und da sollte man dann eben auch nochmal nachgucken. Super. Gut, ich hoffe, wir hoffen, ihr hattet Spaß und ihr habt was gelernt und könnt die Sachen noch umsetzen. Dann freuen wir uns auf nächste Mal. Möchtest du noch was zu den Daumen sagen? Ja klar, der Daumen muss her. Also bitte gerne Videos liken, unseren Channel subscriben und teilen, wenn ihr wollt. Weil je mehr Videos sehen, desto mehr freuen wir uns darüber. Ne? Super, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.